Von Luxemburg aus bis nach Malmö sind es über 1100 Kilometer, also zu weit, um dies an einem Tag zu schaffen. Mit dem Wohnmobil kann man bis 750 Kilometern an einem Tag fahren, soweit der Verkehr läuft. Das ist doch eher Wunschdenken. Erste Etappe sollte von Luxemburg über Köln, Düsseldorf, Bremen, Hamburg bis nach Flensburg gehen. Für diese Strecke ist laut Google Maps 8,5 Stunden Fahrt vorgesehen. Das ist aber die graue Theorie. Michelin und Pascal überquerten um 7 Uhr in der Früh die Grenze zwischen Luxemburg und Deutschland. Baustellen ohne Ende mit Riesenstaus und Wetterkapriolen erschwerten die Fahrt. Sie kamen dann aber erst um 18 Uhr in Flensburg an. Das sind rund 11 Stunden hinter dem Lenkrad für 760 Kilometer. Irgendwann soll man dann noch Maut bezahlen für diese Misere. Als Nachtlager wurde der Campingplatz in Flensburg ausgesucht. Dieser ist zwar nicht berauschend, aber für eine Übernachtung reicht er aus. Am anderen Tag geht es weiter in Richtung Dänemark. Bis nach Malmö noch 350 Kilometer. An der Grenze zum Königreich wird zwar nicht kontrolliert, aber man zeigt deutlich, was Sache ist. Und das ist auch gut so. Die dänische Autobahn ist kein Thema. Es läuft wie auf Tramschienen. Man hat weder Drängler, noch wird mit der Geschwindigkeit maßlos übertrieben. Die 18 Kilometer lange Brücke über den Großen Belt verbindet Ost- und West-Dänemark miteinander. Gemessen an ihrer Spannweite ist die Storraabalt-Brücke eine der größten Brücken der Welt und die größte Europas. Seit 1998 überspannt das Bauwerk die Meeresstraße. Am Ende der Brücke wird eine Maut erhoben. Diese beträgt 50 Euro für ein 7,20 Meter langes Wohnmobil. Weiter in Richtung Kopenhagen über die Öresundbrücke. Die knapp 16 Kilometer lange Überquerung ist schon ein Abenteuer für sich. Die Maut beträgt 100 Euro. Mehr zu dieser Brücke später im Film. Mit der skandinavischen Campingkarte ist man auf jedem Campingplatz schnell eingeschrieben, da sie alle persönlichen Daten enthält. Es ist Anfang August und es sind noch einige Plätze frei. An jedem Campingplatz, der von den beiden angefahren wurde, fanden sie immer freie Plätze ohne Reservierung. Vom Platz aus sieht man die Öresundpassage und die Brücke. An diesem Nachmittag herrschte eine steife Brise. Der Wind spielte mit der Kamera auf dem Stativ. Detailaufnahmen der Brücke waren fast unmöglich. Die Öresundbrücke besteht aus einem 4 Kilometer langen Senktunnel nahe dem Kopenhagener Flughafen Kastrup. Die etwa 4 Kilometer lange künstliche Insel Peberholm ist mit einer insgesamt 7,8 Kilometer langen Brücke verbunden. An ihrem höchsten Punkt überbrückt die 1092 Meter lange Hochbrücke die Schiffspassage Flinterenden in 55 Metern über dem Meeresspiegel. Ebenfalls am Strand einige Hinterlassenschaften des Zweiten Weltkriegs. Dieser Bunker scheint aber für zivile Zwecke umgebaut worden zu sein. Zu einem Strand gehören einfach Möwen und andere Vögel. Am Meer ist immer Futter zu finden.
In der Ferne ein Segelboot mit der Küste Dänemarks im Hintergrund. Der Turning Torso-Turm mit einer Höhe von 190 Metern und 54 Etagen ist ebenfalls von hier aus zu sehen. Der Rest des Tages wird etwas geruht und ein Glas konsumiert. Am Abend, als der Wind sich legte, kam dann der Regen. Gemütliches Fernsehen und den Abend ruhig ausklingen lassen. Am anderen Tag war das Wetter nicht viel besser. Die beiden verlassen diesen Campingplatz.